Liebe Leute, da sind wir wieder und wir sind wieder 5 Plätze nach oben geschossen in der Kulturdekadenzwertung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut übrigens, dass ich beim letzten Mal nicht das Friedensangebot des Seleukos angenommen habe, denn ich hätte würfeln müssen, wobei es hätte auch keinen Unterschied gemacht, denn er hatte mir ja einen Link geschickt, die Wahrscheinlichkeit lag bei 100%. Die Regel mit dem 100-seitigen Würfel ist jedenfalls noch in Kraft. Ich hatte das wohl fälschlich angenommen, dass wir das geändert hatten. Das war nicht der Fall. So, wir wollen hier Kappadokien befreien. Gegen 4 Einheiten brauchen wir uns gar nicht die Schlacht erst angucken. Haben wir zurück. Und das ist interessant jetzt. Die Paphlagonier sind aus Sangarius abgezogen. Hooray. Nochmal ansehen brauchen wir das nicht. Erstes Stratos hat stark unter dem Mangel an Vorräten gelitten in Sangarius. Ah, die Feinde. Das ist die Garnison in der Stadt. Also wenn wir hier lang genug durchhalten, wird lange dauern, ne? Sie haben halt keine Nahrung mehr, das ist das Ding jetzt. Ich weiß nicht, ob sie einen Ausbruch versuchen würden. Was wir noch tun könnten, wäre die Flotte hier hinbringen. Oder sind sie auch schon durch die Byzantier blockiert? Ja, sie sind schon blockiert. Okay, dann brauchen wir das nicht machen. Und harren da der Dinge. Entwickle Infrastrukturen. Lass die Arbeiter härter arbeiten. Infrastrukturleistung unserer Regionen wird um 15% steigen, aber wir verlieren 10 Loyalitätspunkte für 6 Runden. Oder 925 Gold ausgeben. Dann erhält jede Region sofort 3 Infrastrukturpunkte pro Bevölkerungseinheit. Das wäre schon ziemlich cool, aber wir haben das Geld leider nicht dafür, deswegen lassen wir sie härter arbeiten. Ich glaube, das können wir verkraften. So, dann ist die Frage mit dem Friedensangebot. So, wir haben die Leute heilig gesprochen oder jemanden heilig gesprochen. Wie ist denn das jetzt hier oben eigentlich? Wer kontrolliert jetzt hier was? Das ist noch immer Baktrien, ne? Ja. Also die grün gestrichelten sind immer noch baktrisch kontrolliert. Grün gestrichelt, weil sie im Klientelstaat von Seleukos sind. Und diese leicht braun gestrichelten, beziehungsweise dünn grün gestrichelten, das sind Gebiete, die indische Rebellen, die von Maurier kontrolliert werden. Entsprechend werde ich das Friedensangebot ablehnen, denke ich mal. So, es ist passiert, ich habe es abgelehnt. Darauf muss ich nicht würfeln, das kann ich auch einfach so machen. Klares Wasser wurde hier gebaut. Klares Wasser wurde gebaut, genau. Wir machen weiter mit den Mauern. Macht eigentlich keinen Unterschied, aber so können wir nochmal Infrastruktur für ein mögliches nächstes Projekt bauen. So, starke Patrouillen aus Phönizien haben die zweite nabatäische Armee zurückgeschlagen und das Hirtenhaus wurde gebaut. Dann schauen wir doch mal auf die Ressourcenübersicht. Importiert wird Hanf für 2, das ist okay, weil das intern ist. Bonus bräuchten wir Tuch, Eisen und Kupfer, all das können wir nicht. Wir könnten einen königlichen Schatz hier bauen. Ich habe immer noch die Vermutung, dass der irgendwie verbuggt ist. Oder dass nur das zählt, was man selber eingezahlt hat, was ja ein bisschen komisch wäre. Ich würde mal sagen, Gesundheit ist hier noch ein Thema, das nicht bearbeitet wurde. Castrum Equitatum ist eigentlich eher kein Thema, Monument auch nicht. Infrastruktur wäre nochmal eins. Dann machen wir vielleicht das lieber. Gehen wir nochmal auf Infrastruktur. Und der verbraucht auch einen Bauplatz. Wachstum in 8 würde ja passen. Kann man das vielleicht nochmal optimieren? Ich
Wachstum in 7, Fertigstellung in 8. Hm. Ja, vor allem, weil wir so nicht genug Infrastruktur produzieren, sehe ich gerade. In 9, in 7, in 8, in 7. Dann lassen wir es so. Orontes ist das nächste. Hier wurden die Handelszelte gebaut. Das ist gut. Das gibt nochmal ordentlich Geldeinnahmen. Wunderschön. Allerdings haben wir hier keinen freien Bauplatz mehr. Was wir tun könnten, wäre hier einen Sklaven in die Nahrungsproduktion. Dann haben wir in 5 Runden wieder Nahrung. Glücksspielring wurde abgerissen und es gibt eine neue Bevölkerungseinheit. Hervorragend. Die geht dann mal in die Kulturproduktion, würde ich sagen. So, das haben wir wieder befreit. Kappadokien. Ja, Befriedungsmalus, Bevölkerungswachstum in 7 und hier machen wir Minusgeschäfte. Woran liegt das? Weil wir Eisen kaufen, obwohl das verfügbar ist. Aber das wird sich nächste Runde dann regeln. Allerdings ist Flachs hier noch vonnöten. So, Glücksspielring abgerissen und dafür die Schmiede gebaut. Eisen wird wieder importiert dafür. Und Silber gibt's vor Ort. Bronzehütte, Bedürfnis Zinn, gibt's hier nicht. Waffenlager, 10 Ausrüstung. Infrastruktur ist, glaube ich, eher ein Thema. Und Gesundheit. Salz könnte intern gehandelt werden. Oder Flachs für die Nachbarregion. Haben allerdings nur einen Bauplatz frei. Und Wachstum erst in 9. Dann machen wir doch... Das bringt auch Nahrung hier. Machen wir das und... Gucken mal. Wachstum in 7. 6 und 5. 6 und 4. 5 Runden lang minus 1 können wir verkraften. Dann ist das ein bisschen ausgeglichener. Nähert sich an. Hirtenhaus in Kommagene. Da müssen wir allerdings noch lange warten auf Nahrung. Beziehungsweise Bevölkerungswachstum. Das ist ein bisschen schade. Handelsviertel. Karana gebaut. Das ist gut. Was gibt's hier? Pelze als natürliche Güter. Man könnte eine Tongrube machen. Sie produziert Stein. Verbraucht allerdings Gesundheit. Da müsste man eventuell hier das Salzhaus bauen, das wiederum Salz braucht, was man einhandeln müsste. Oder den Kerzenladen. Bringt ein bisschen Geld und ein bisschen Kultur. Inklusive 8 Bonus aus Zinn, aber reduziert, weil wir Wachs importieren müssten. Zinn ist in Reichweite. Das würde 10 Geld verbrauchen, das ist nicht so schön. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dem Flachsfeld weiter, damit wir da ein bisschen schnelleres Bevölkerungswachstum bekommen. Und öffentliche Arbeiten in Corduene. Ja, könnte man auch nochmal Handelsposten gehen. Oder auch Flachs. Wir haben 2 freie Plätze. Oder Infrastruktur. Hier gibt es Steine in der Nähe schon. Lass uns das machen. Wir stecken einen in die Nahrungsproduktion. Dann haben wir in 13 Runden. Naja, okay. Könnte schlimmer sein. Könnte besser sein. Bevölkerungseinheit in Karien. Hier könnten wir das Präzeptorenhaus angehen, dauert aber wie gesagt relativ lange. Oder die Viehfarm. Vieh gibt es schon in der Umgebung. Räucherei wäre auch ganz cool. Vor allem dann kriegen wir nochmal internen Handel mit Vieh. Und einen Gesundheitsbonus. Allerdings haben wir keine Industriegebäude, also ist jetzt nicht so primär wichtig. Küstenmarkt ist auch immer ziemlich cool, weil es Geld und viel Nahrung bringt, weil wir hier zum Beispiel schon Fisch haben über die Fischerei.
verbraucht dann aber Infrastruktur. Wir haben nur einen Bauplatz frei und in 8 Runden voraussichtlich Bevölkerungswachstum. Wir machen trotzdem den Küstenmarkt. Trotzdem den Küstenmarkt. So, die Belagerung wurde aufgehoben. Der Feind ist jetzt irgendwo hier drüben. Ich bin nicht ganz sicher, warum. Ob er die Armeen jetzt zusammenlegen will oder was das Ziel ist. So, hier ist immer noch was im Gange. Auf den Ionischen Inseln haben wir was gebaut. Was ist das denn hier? Eine spartanische Flotte. Ein Bauernhof wurde hier gebaut für Nahrung. Man könnte direkt mal eine Ölmühle machen. Produziert Olivenöl. Und das ist ein gutes Handelsgut. Beziehungsweise man braucht es auch für manche Sachen als Weiterverarbeitung. Infrastruktur ist sicherlich auch wichtig. Olivenöl bringt auch Gesundheit. Dann machen wir doch das. Wir haben Wachstum in 2. Das heißt, wir können da einen rausnehmen. Dann Wachstum in 4, fertiggestellt in 3. 2, 3. Man kriegt es nicht genau getimed. Egal, dann machen wir es so. Und was ist das hier? Eine Invasion durch Makedonien haben wir erlebt. Die lokalen Streitkräfte haben die Invasoren zerschlagen. Hervorragend. So, gibt es noch untätige Regionen? Das ist nicht der Fall. Gut. So, Dakien schlägt sich jetzt mittlerweile auch mit den Geten herum. Lysimachos hält nur noch eine einzige Region, nämlich Mesembrien. Die Frage ist, ob er da eine Armee hat oder nicht. Sonst könnte man da schnell mal rüber hüpfen. So, Auletes, Defensivgeneral. Das heißt, wir hätten, wenn er einen Ausfall wagen würde, hätten wir einen Vorteil. Ich würde mal sagen, wir lassen das so weiterlaufen wegen des Nahrungsmangels, den er da hat. Und werden dann mit der Armee nicht mehr herüberziehen nach Sangarius, weil das hat er ja schon, also hat er ja die Belagerung aufgehoben. Ich würde sagen, wir ziehen nach Kappadokien. Das ist Wald allerdings. Wald ist ja auch für unsere Einheiten jetzt nicht das Beste. Überhaupt die ganze Region hier ist für unsere Einheitentypen nicht die allerbeste. Alternativ könnten wir nach Amnias ziehen. Und dann hier die Hauptstadt direkt mal einnehmen. Bithynia. Das ist allerdings auch Wald. Und da steht auf jeden Fall eine Armee. Aber ich werde das mal machen. Hier drüben sind Hügel. Ja. Weil hier zu belagern im Wald ist, glaube ich, ungünstig, wenn wir dann von der gegnerischen Armee da angegriffen werden. Das öffnet natürlich wieder hier Tür und Tor für diese Regionen. Ich wollte übrigens mal gucken. Die KI hat ja irgendwie letztes Mal Geld ausgegeben und ich weiß nicht wofür. Aber Truppen werden hier nirgendwo rekrutiert. Also war das wohl irgendwie eine Entscheidung oder so? Ich bin da nicht sicher. La, 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 la. Ah, die Musik ist großartig. So, Kavallerie aus Anatolien ist eigentlich ganz cool, ne? Weil sie als Plänkler zählen. Sechs im Unterhalt. Da könnte man nochmal 2 in Auftrag geben, dass man hier ein bisschen mehr Kavallerie wieder reinbekommt. Auch als Flankentruppe sozusagen. Dann holen wir hier ins Ziel auch nochmal leichte Kavallerie. Das sollte passen. Die kosten 3 im Unterhalt. Ja, das sollte gehen. 3-3-3-3-3-3-3-3 steht hier gerade. Leider nicht hier 4-4-4-4-4-4-4. Im zentralen Mittelmeer gibt es Piraten. Das sind Piraten. Messer Isilien ist hier gerade fleißig dabei, die Getulia zu erobern und Karthago.
weiterhin untätig oder was ist mit euch los? Sie haben Frieden mit den Sarden und mit den Getuliern und mit den Numidiern auch. Mit Messer Essien allerdings eine Allianz. Hat er wohl keine Lust mehr auf die Kriege gehabt. Okay. Oh, die Cherusker, riesengroß. Ich warte immer noch auf den Bürgerkrieg da bei denen. Die Belgae haben scheinbar Regionen hier an die Unabhängigen verloren. Na, was macht der Duke da? Wen haben wir denn eigentlich noch hier unten? Äthiopien, Numidien. Waren die jetzt eigentlich... Also Äthiopien ist der Chipmunk, der scheint hier in der Offensive zu sein. Hier stark in der Defensive gegen die Nubier. Ja, Nubien ist glaube ich auch menschlicher Spieler, wenn ich es richtig sehe. Das ist interessant da unten. Wie sind eigentlich unsere Beziehungen zu Kolchis mittlerweile? Distanziert 15, sind im Krieg mit Armenien. Man könnte nochmal fragen, ob sie vielleicht eine Allianz wollen. Null. Könnte ich nochmal Geld schicken. Aber dafür sind sie eigentlich auch keine Macht, die groß genug ist, ne? Dass wir da sagen würden, yo, wir brauchen unbedingt mit denen jetzt ein Bündnis. Saken oder so wäre halt cool, aber die sind so weit weg, da haben wir überhaupt keine Beziehung. Und sie sind im Krieg mit Maurier, das ist natürlich nicht gut. Hoffentlich verrennt Maurier sich da jetzt nicht, da oben irgendwo am Toten Meer und Aralsee, sondern kümmert sich hier weiter um Seleukos. Das wäre schon ziemlich wichtig. Alles klar, dann war das die Runde. Mehr Diplom möchte ich nicht machen, liebe Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Jan. So, liebe Leute, wir werden scheinbar hochkatapultiert so langsam bei der Kulturdekadenzwertung. Immerhin eine erfreuliche Nachricht. Und es kommt tatsächlich zum Ausfall hier unter Auletes, der allerdings ein Defensivgeneral ist. Das hatten wir ja schon gesehen. Wir lassen uns die Schlacht mal anzeigen. Und schauen mal, wie gut sich Lochias hier schlagen wird. Im Wald. Ja, Fernkampfphase hätte deutlich besser sein können, aber die Gegner sind ausgehungert. Und das merkt man ihnen jetzt an. Sie haben dann deutlich höhere Kampfwerte. Weil sie erschöpft sind und weil sie Effektivitätseinbußen haben durch die Blockade. Wir haben den Kampf gewonnen. Huzzah, da sind einige Plänkler davon gekommen. Na gut, die wurden aufs Meer zurückgedrängt. Und die Feindarmee steht wieder in der Hauptstadt. Das ist interessant, gut zu wissen. Auf der Minimap habe ich im Osten nichts gesehen. Händler und Patrizier mal wieder. Die Entscheidung kann nicht ausgelöst werden, weil wir keine 1000 Gold haben. Wir könnten allerdings nochmal Metall oder Manpower verkaufen. Manpower für Metall und Metall für Geld. Geld wäre natürlich eine schöne Sache, ein dickeres Polster zu haben. Allerdings haben wir dann nur noch 80 Metall. Ich glaube, wir riskieren das trotzdem mal. Wie sehen denn jetzt die Truppen aus? Ganz schlecht. Aber wir haben ihnen noch keine Verluste hinzugefügt und wir haben halt einen Mega-Admiral hier drin, ne? Die wurden zurückgedrängt, genau. Mal gucken, wie viele davon noch überleben können, denn die haben ja sowieso schon Nahrungsknappheit. Wir haben überlegen zu stürmen, aber wir haben noch keine Bresche. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie sich das auswirken würde auf die Schlacht. Wir lassen es mal so und lassen weiter belagern. So, wir haben hier einen Sklaven erhalten, der darüber geschafft wurde. Von der Schlacht, den stecken wir mal in die Infrastruktur vorerst. Die Bedingungen der Arbeiter haben sich durch unser Gesetz für die öffentlichen Arbeiten verschlechtert, aber wir haben dadurch ein bisschen mehr Infrastruktur. So, wo sind denn die pontischen Truppen? Die sind hier oben wieder in den Bergen.
So richtig viele haben sie ja immer noch nicht. Wäre mal schön, wenn sie die zu unseren führen könnten. Das ist Wald, das ist Hügel. Also es ist halt alles nicht optimal, um sie anzugreifen. Vielleicht gehen wir stattdessen mal hier rein. Schnappen uns das. Und die Kavallerie möge sich bitte anschließen. Warum kann ich die nicht auf die Armee setzen? Zusammenführen. Achso, weil sie in derselben Region sind, geht es direkt über den Zusammenführen-Befehl. Na klar. Wir haben fertiggestellt eine Palisade hier unten. Und eine neue Bevölkerungseinheit gibt es obendrauf. Und wir haben hier sehr viel Dekadenz. 8,8. Wir sollten das Präzeptorenhaus bauen, um das wieder zu verringern. Gibt es denn jetzt noch untätige Regionen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Unsere Flotte liegt nach wie vor hier unten. Ich will mal eben schauen, was kostet das denn wohl, wenn wir jetzt hier nochmal ein schweres Kriegsschiff dazu bauen. 10 Unterhalt, 50, okay, 4 Manpower im Unterhalt, 2 Metall im Unterhalt. Das können wir machen. Da könnten wir sogar 2 von bauen. Die werden sogar nächste Runde fertig. Und dann wäre noch die Frage, brauchen wir bei denen jetzt noch mehr Kavallerie? Wir hatten gesagt, eigentlich sollen da, da sind ja jetzt die hier dazugekommen, dass da noch leichte Kavallerie dazu soll. Also ganz leichte. Ich meine, die Kavallerie aus Anatolien zählen ja auch als Plänkler, aber ich meine hier diese. Kosten auch kein Metall, bisschen Manpower, bisschen Geld. Könnte man 3 Stück. Aber wir machen mal 2. Ja, Problem ist halt, dass wir im Osten keine Armee haben momentan und dass wir diese Belagerung nicht durchbekommen haben. Das ärgert mich wirklich sehr. Das ärgert mich wirklich sehr. Tja, da macht man nix, ne? Wir müssen diesen Krieg gegen Paphlagonien hier jetzt mal zu Ende bringen, beziehungsweise den, wenn wir den im Schach halten, wenn wir den Krieg mit Bithynien beendet haben, die haben ja jetzt nur noch diese Stadt und das, was sie hier besetzt halten von Paphlagonien, dann werden wir die entweder annektieren oder als Klientelstaat einsetzen. So, ich werde jetzt hier doch den Angriff befehlen, weil die Belagerung wird noch Ewigkeiten dauern. Wir haben keine Bresche, das gibt uns dann, glaube ich, Mali in der Schlacht, aber wir haben so viele Einheiten, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein gegen solche Angeschlagenen hier. Die werden auch nochmal leiden über den Rundenwechsel, also. Und die Lysimachiden leben da immer noch. Der Ranger ist ja, glaube ich, momentan auch nicht aktiv, also seine KI lässt da Lysimachos noch überleben oder sind die gar nicht mehr im Krieg? Die waren gar nicht im Krieg. Dann sind die anderen nur übergelaufen hier. Das ist ja auch verrückt. Aber, wir sehen es hier, Makedonien ist mit Epirus im Krieg. Und zwar geht es um Akarnanien. Das ist interessant. Mit Illyrien sind sie auch im Krieg. Kooperieren mit Sparta und Achaia. Ja, wie ist denn unsere Beziehung so zu Sparta? Sie verachten uns. Weil wir natürlich Freunde mit Athen sind, ne? Ach, hier hatten wir auch schon leichte Kavallerie in Auftrag gegeben, dann warte mal, dann brauchen wir das vielleicht gar nicht hier. So. Und schicken die da hoch. Da können sie durchziehen. Theoretisch, ohne Schaden zu nehmen. Was ist denn, wenn ich sie so schicke? Frage ist halt, nein. Wie ging denn das noch, dass man... Konnte das doch machen, dass die... sich trotzdem anschließen. Naja, gut. Dann müssen die darüber. Ich weiß nicht, ob die schneller da sein werden als die. Das könnte man sich jetzt ausrechnen über die... Geländekosten hier 6, 3, 3 und 12 sind 13 und die haben 3 und
wie schnell sind sie und so. Aber das machen wir jetzt mal nicht. So, wenn wir Bithynien raus haben, dann haben wir diese Armee frei bekommen. Das ist natürlich eigentlich unsere Westarmee. Aber wir werden Teile davon, Teile der Plänkler, Teile der Söldner, überführen wieder in unsere Ostarmee. Und dem ja ein Teil stammte ja von denen. Dann werden die zusammen hier kämpfen gegen Damokritos von den Paphlagonien, damit wir hier endlich mal Ruhe schaffen. Dann wird die eine Armee, die Westarmee, wird hier belagern, Galatien. Die Ostarmee wird wieder nach Osten aufbrechen. Und vielleicht mal versuchen, Mygdonia zu belagern. Was wir mal machen könnten hier wäre, wenn das Wort wäre nicht wäre, dass wir hier nochmal Kavallerie ausheben und nochmal so einen Plünderzug hier vorbereiten, ne? Hier runter diese freien Regionen zu erobern. Das werden wir allerdings, so wie es aussieht, nächste Runde nicht hinbekommen oder zur nächsten Runde. So. 3 Runden würde das dauern. Vier Runden. Oder 3 Runden. Machen wir mal. Und dann werden wir das versuchen, die da wieder runterzuschicken. Wahrscheinlich müssten wir tatsächlich noch eine richtige Kavallerieeinheit oder zwei reintun. Werden wir uns dann mal überlegen. Ansonsten gibt es, glaube ich, mal wieder nichts zu tun. Wie steht Armenien momentan zu uns? Indifferent, Kolchis allerdings, distanziert. Wir könnten ihnen noch mal eine Kooperation vorschlagen, weil wir ja den Bonus haben durch unseren aktuellen Herrscher. Und Maurier wurde hier jetzt abgeschnitten von Seleukos. Fragen mal an. Beziehung 21 Allianz. Wollen sie nicht? Sie sind keine Nachbarn und angeblich halten sie uns für überfordert. Können wir mit ihnen was Gescheites handeln? Berittene Bogenschützen aus Baktrien. Das wäre natürlich was Cooles. Aber, ja, leider, wir haben wir den Text nicht. Aber, ich weiß nicht, weil wahrscheinlich, weil wir jetzt keine Grenze haben, auch, dass das nicht geht. Von Armenien. Da haben wir natürlich die Beziehung nicht. Aber würde das da gehen? Da würde das wohl gehen. Kataphrakte aus Armenien hätte ich gerne. 3 Stück. Und das 66 Dinger ist das wert. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben 300 für das Event weggegeben. 300 Metall. Das heißt, wir könnten 76 geben, aber das bringt nur 5. 66. Kommen wir überhaupt nicht hin. Dann 44 könnten wir, das wären 2. Kommen wir auch nicht hin. Müssten sie richtig mit Gold überhäufen, damit das passieren würde. Also lassen wir es lieber. Oder was können wir sehen, was für Werte die haben? Nee, können wir hier nicht einsehen, leider. Einen für 22. Da müsste man 300 Metall geben für einen Kataphrakt. Nein, Vorschlag verwerfen, danke. Das werden wir nicht tun. Wie sind das eigentlich hier? Haben die mal weiter was gebaut? Naja, auch nicht so richtig. Würde sich kaum lohnen, die zu erobern. Es würde uns natürlich eine Grenze zu Kolchis geben. Das wäre schon interessant. Also zumindest die Küstenregion hier. Beides sind auch Berge.
Und Nabatea mal wieder einen verpoolen wäre auch ganz gut. Und dann haben wir noch Rodos und ach, wir haben so viele Dinge vor uns, Leute. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bis dann, euer Jan.